Tonight we are going to pray a different kind of prayer. Heute Abend werden wir mal eine andere Art von Gebet beten. Without taking a permission from the devil. Ohne dass wir den Teufel um Erlaubnis bitten. Because we receive permission already from the Lord Jesus Christ. Weil wir die Erlaubnis vom Herrn schon haben. And we will deal with him tonight, amen. Wir werden ihn heute Abend fertig machen. Praise God. Preis dem Herrn. Moon of authority. Ein Monat der Autorität. Amen. Amen. There's in other words the month to put things in order. Mit anderen Worten, der Monat, um Dinge in Ordnung zu bringen. A month of order. Anyone you want to call it is going to work. Monat der Ordnung. And we're going to tell the devil and his workers where they belong. Und wir sagen dem Teufel und seinen Mitarbeitern, wo sie hingehören. How do we do this? Wie machen wir das? By taking our place. Indem wir unseren Platz einnehmen. And making use of the authority that has been handed over to us. Und die Autorität gebrauchen, die uns anvertraut wurde. I don't want to talk too much tonight. Ich will gar nicht so viel sagen heute Abend, sondern wir wollen dann beten. Because when I talk too much, the devil says that the guy preached very well, but they didn't pray. Wenn ich zu lange rede, würde der Teufel sagen, der hat es schön gesagt, aber die haben wenig gebetet. Right, so I want us to see the book of Luke in chapter number 10, verse 19. Ich möchte, dass wir mal anschauen, einen Vers in Lukas 10, Vers 19. Jesus said, behold, I give unto you power over all the power of the enemy. Jesus sagt, sieh, ich habe euch Macht gegeben über alle Macht des Feindes. And then to trade on serpents and scorpions. I said chapter 10 and verse 19. Kapitel 10, Vers 19. Um auf Schlangen und Skorpione zu treten. Amen. Amen. And Jesus told us that nothing shall by any means hurt us. Und dann steht weiter, und nichts soll euch schaden. Can you imagine such a thing? Kannst du dir sowas vorstellen? I want you to imagine such an authority. Stell dir mal diese Art von Autorität vor. That nothing shall by any means hurt us. Dass nichts uns in irgendeiner Weise schaden kann. So anything that hurt us is one of the things we allow. Because there are a lot of things that want to hurt us. But if you don't let it, it's not going to happen. Es gibt viele Dinge, die uns schaden möchten. Und wenn wir das nicht zulassen, wird es uns auch nicht schaden. Wenn es uns schadet, dann haben wir das auf irgendeine Art und Weise zugelassen. Jesus said, I give unto you power to trade. That is to trade, to step on serpents and scorpions. Devil is described as serpent and his demons also scorpions. All of them. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Schlangen und Skorpione sind ein Bild für den Teufel und seine Dämonen. And over all, do you understand that? Over all the power of the enemy. He said, and nothing. Someone say nothing. Und über die ganze Gewalt des Feindes und nichts, sag mal nichts. Nichts. And nothing shall by any means hurt you, say amen. Und nichts soll euch schaden. Praise God. See, whatever the enemy plan to use against you, just speak to that and tell you cannot hurt me. I am rising and I will rise so high you won't be able to come close. Was, say amen. Was immer der Teufel gegen dich geplant hat, du sagst ihm, das wird mir nicht schaden. Ich gehe vorwärts und aufwärts. Now get away. No, you won't be able to come close. Ich werde dorthin kommen, wo du gar nicht mehr in meine Nähe kommen kannst. Praise God. I didn't say, I'm not trying to say what my mind. This is Jesus talking. He said, nothing shall by any means. Nothing means what? Nothing. Das ist nicht mein Wunschdenken und was ich sage, sondern Jesus selbst hat uns das gesagt und hat gesagt, und nichts soll euch schaden. Nothing means nothing. Nichts heißt nichts. Anything you can call name,
Give them. Jesus said they have not, they've not gotten what it takes to do what? To hurt you. Und du kannst da alles einsetzen, was dir schaden könnte. Und all diese Dinge haben nicht die Kraft, dir zu schaden. If the devil plans your downfall, you know what you see? Opportunity. Wenn der Teufel Ladder. Deinen Absturz plant, dann siehst du das einfach als neue Möglichkeit, um vorwärts zu gehen. Amen. Amen. You see it as ladder to climb higher. Du siehst es als Leiter, um eine Stufe höher zu Because gehen. We have the greater Holy Ghost with us. Weil der große Heilige Geist mit uns ist. And he counsels us. Und er gibt uns Rat. He tells us what to do. Er sagt uns, was wir tun sollen. He tells us when to move. Er sagt uns, wann wir gehen He sollen. Tells us when to stop. Und wann wir stehen bleiben sollen. Amen. Amen. Nothing shall by enemies hurt. Nichts, nichts. Someone wird say euch schaden. Nothing. Sag mal nichts. See, if someone get this revelation, also wenn jemand diese Offenbarung bekommt, you go home tonight, dann gehst du heute Abend nach Hause. Bring out all those things that have been fighting against you. Put them and say, you can hurt me. Maybe you call. Do you? You can't hurt me. It's not possible. Und dann holst du yes, all die Dinge hervor, die dir vielleicht schaden wollen, und dann sagst du, du kannst mir nicht schaden. Diese Sache, die kann mir nicht schaden. You are powerless. Ihr habt keine Macht power dazu, over weil ich die Kraft habe über euch. In the name of Jesus. Über alle diese Dinge in dem This Namen world Jesus. Belongs to us. Diese Welt gehört uns. Amen. Amen. It has been handed over to us. Sie wurde uns anvertraut. I didn't say it. Das habe ich mir auch nicht ausgedacht. Jesus did. Jesus hat das gesagt. Said, take charge. Er sagt uns, nehmt in Besitz oder handelt Amen. Damit, bis ich komme. I saw, you know these bodybuilders. Ich habe diese, ihr kennt ja diese Bodybuilder. I don't know. It's like you can use your hand and grip here, but here was very wide. Also und ich habe da einen gesehen und der war an der Hüfte sehr sehr schmal und dann so nach oben ist es richtig, war es richtig breit. Ich habe ihn diese Person angeschaut und habe gesagt, wie hat der das nur gemacht? Training. Trainieren. Er hat trainiert. Training. Training. We are not supposed to run when something comes out. We are supposed to act. We train and say, you. I'll flatten you in Jesus' name. Wir sollten nicht wegrennen, wenn irgendetwas uns verfolgt, sondern wir sollten diese Dinge aufspüren und besiegen. You know what the Bible says? Where sin abound, it say grace much more abound. Was sagt die Bibel? Wo die Sünde groß ist, ist die Gnade noch viel größer. There is nothing the devil can produce to beat what God put in place. It's not possible. Es gibt nichts, was der Teufel produzieren könnte, was stärker wäre als das, was Gott hat. It's not. Es gibt nichts. Only that we're not opening our eyes. Nur, dass wir unsere Augen nicht öffnen. Because if you want to make impact, ask the Holy Spirit, what should I do? Praise God. Wenn du, ask the Holy Ghost. Wenn du etwas bewirken möchtest, frag den Heiligen Geist, was soll ich tun? How do I fix this? Wie soll ich hiermit umgehen? Maybe he says, vielleicht sagt er dir, 1 week fasten. Faste eine Woche. 1 week what? Eine Woche? No, 1 week what? Eine Woche Was soll ich machen eine Woche lang? Fasten. Fasten. Puh. I think you want to fix something. Ich denke, du willst eine Lösung finden. And the Holy Ghost is telling you. Und der Heilige Geist sagt dir. I want you to do it this way. Mach so und so.
Yours may not be fasting. Vielleicht ist es bei dir nicht Fasten, sondern nein, sagt er dir was anderes. I won't tell you what happens when you fast. Aber ich möchte dir nochmal sagen, was passiert, wenn du fastest. Your spirit man is up. Dein geistlicher Mensch ist stark. Your flesh is down. Dein fleischlicher Mensch ist schwach. That's if you are eating. Wenn du isst, your flesh is in control. Ist dein Fleisch in Kontrolle. Do you understand? Verstehst du? For example, zum Beispiel, you are loaded. Du bist richtig voll, richtig satt. And you're sleeping. Und du schläfst. And the Holy Ghost wakes you up. Und der Heilige Geist weckt dich auf. And say pray. Und sagt dir bete. Say Lord, just in few minutes. Du sagst, Herr, gib mir bitte noch ein paar Minuten. And then you move back. Und dann schläfst du wieder ein. I wonder when you are going to fix that. Ich frage mich, wann du dann diese Sache lösen möchtest. But if you are fasting, wenn du aber fastest, you are in a light mood. Dann bist du leicht, ja, und ja, fühlst dich leicht. Experience. Das ist so meine Erfahrung. So I can tell you. Das kann ich also dir mitgeben, meine Erfahrung. Maybe you ask the Holy Spirit, please, how do I fast? Und vielleicht fragst du den Heiligen Geist, wie soll ich denn fasten? A child told me that she fasted. I told kids to fast. So the child told me fasted from 7:30 to 8:30. Ich habe den Kindern, den Teenies gesagt, sie sollen fasten. Und ein Teenie hat mir zurückgeschrieben, dass sie gefastet hat von 7:30 bis 8:30. So I had to contact her to explain how. Und dann habe sie zurückgefragt, wie sie das meinte. Amen. Amen. So I got explanation. Ist ja das mir dann erklärt. Praise God. Preis dem Herrn. All right. So we can fix anything. Wir können jedes Problem lösen. Wir können jedes Problem lösen. Refuse to fear. Und fürchte dich nicht. Amen. Amen. There is nothing impossible with God. Bei Gott ist nichts unmöglich. The only problem is that we go left when God is going right. That is the. Wir haben nur ein Problem, wenn wir links gehen, wenn Gott sagt, wir sollen nach rechts gehen. Amen. I've celebrated three people. The doctors say they will never have a child. I've celebrated them. Ich habe schon mit drei Frauen gefeiert, denen der Arzt gesagt hatte, dass never. Sie nie ein Kind haben werden. Und sie sind schwanger geworden und haben ein Kind bekommen. Yeah. So what would the doctor say? Was sagt dann der Arzt? Nothing is impossible. Do you understand? Nichts ist unmöglich. I don't know what you want. Ich weiß nicht, was du willst. Nothing is impossible. Nichts ist unmöglich. We got to bring order. Wir müssen Ordnung schaffen. Amen. Amen. See, there are weapons formed against you. You have a lot, don't you? Da gibt's Waffen, die gegen dich gerichtet sind. Und ich glaube, bei jedem von uns sind das viele, die gegen uns gerichtet sind. No, it's not you that should be at the defensive. Aber eigentlich solltest du nicht als in der Verteidigung sein. No. Nein. You should be attacking. Du solltest angreifen. Praise God. Hallelujah. Refuse to give up until the devil bows. Und hör nicht eher auf, bis der Teufel sich zurückgezogen hat. The word of God says that there is no weapon that is formed against you that will do what? Prosper. Das Wort Gottes sagt uns, dass keine Waffe, die gegen uns gerichtet ist, Erfolg haben wird. Be it witch, be it wizard, be it any devil, whatever name you give them, Jesus said they will not prosper. Egal woher das kommt, von Hexen oder Zauberern, von Teufel oder irgendwoher, wo das auch immer kommt, die Bibel sagt uns, das wird uns nicht schaden. And every tongue. Und jede Zunge, that will rise up against you in judgment. Die gegen dich aufsteht im Gericht. He didn't say God will judge. Da steht nicht,
Gott wird diese Zunge richten. God say you will judge. Sondern Gott sagt, du wirst sie verurteilen. Say amen. Sag amen. And the scripture, that's Isaiah 54:17, okay? And the scripture said, this is the heritage of the servants of the Lord, and their reward is of me, says the Lord. Und dann, das ist in Jesaja 54, Vers 17, da steht, geht's weiter. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. We have crossed this Isaiah 54:17, but no problem. Amen. Amen. So, this one scripture that God gave me when we traveled last month, right? Als wir letzten Monat unterwegs waren, im Urlaub waren, da hat der Herr mir einen Bibelvers gegeben. And this scripture is an amazing. That is, we were just taking a walk and all of a sudden the thing just came. I've not read this scripture for years. Gewandert und dann kam plötzlich dieser Bibelvers, den habe ich schon jahrelang nicht gelesen und der kam plötzlich. So, you know. The everlasting God is your refuge. Der ewige Gott ist deine Zuflucht. Underneath are the everlasting arms. Darunter sind die ewigen Arme. He will drive out your enemies from before you. Er wird deine Feinde vor dir austreiben. Saying, sagt, destroy them. Und sagt, zerstört sie. Deuteronomy chapter 33, verse 27. 5. Mose 33, Vers 27. See, if we allow the devil to trespass and go scot-free, we are to be blamed. Wenn wir dem Teufel freie Bahn lassen, dann liegt es an uns, es ist unsere Schuld. When God gave me this, I knew that the devil was in a hot soup. Als der Teufel mir das gegeben hat, wusste ich, dass der Teufel in Schwierigkeiten war. The eternal God is my refuge, and underneath are the everlasting arms, and he shall thrust out the enemy from before me, and will say, destroy them. Eine Zuflucht ist der Gott der Urzeit, und unter dir sind ewige Arme, und er vertrieb vor dir den Feind und sprach, vernichte. Are you ready tonight to pray? Seid ihr bereit, dass wir zusammen beten heute Abend? Praise God. Preist dem Herrn. God has planned for your life. Gott hat einen Plan für dein Leben. He has planned for my life. Er hat einen Plan für mein Leben. He has finished everything. Er hat alles vollendet. But we keep asking God questions. Why is this? Why? No. God is asking you, why do you allow that? Aber wir sind immer noch damit beschäftigt, Gott zu fragen, oh Herr, warum dies, Herr, warum das? Du hast es zugelassen. He's asking us, why do you Oder er fragt uns, warum lässt du das denn zu? This is the moon of authority. Wir sind in einem Monat der Autorität. Amen. Amen. I told the healing team, I just opened YouTube, I saw one new minister of God, I say, he's the moon of dominion. I said, well, maybe he saw what we saw. Right, praise God. Ich habe schon im Heilungsteam gesagt, dass ich mein Handy einfach mal bei YouTube geöffnet habe und dann war ein bekannter Prediger, der ausgerufen hat über August, das ist ein Monat der Herrschaft. We're going to do something, amen. Das war so praise viel eine Bestätigung, God. Aber wir werden etwas tun. Are you ready? Seid ihr bereit dazu? We'll ask you to stand. Dann lasst uns bitte aufstehen. The devil has no right to eat your lunch. Der Teufel hat kein Recht, dir das Essen wegzunehmen. He has no right to be around when you're eating your breakfast. Er hat kein Recht, dabei zu sein, wenn du dein Frühstück verspeist. And shouldn't come around in the evening. Und sollte am Abend auch nicht dabei sein. Amen. Amen. Praise God. Preis dem Herrn. You have authority. Du hast Autorität. And nothing shall by enemies hurt you. No sickness, no disease, nothing. Und nichts soll euch schaden. Nichts, keine Krankheit. Nothing.
Nichts anderes. Begin to thank him for the power and authority. Sag ihm Danke für die Macht und Autorität. That he has given to us. Die uns gegeben hat. To trade on the walls, upon the walls of the enemy. Nothing shall by enemies hurt us. Und auf die Werke des Feindes zu treten und nichts wird uns schaden. Nichts wird uns schaden. In dem Namen Jesus. Open your mouth. Öffne deinen Mund. The scripture said the violent takes it by force. Die Schrift zeigt uns, dass die Gewalttätigen es an sich reißen. Refuse to play. Weigere dich einfach nur zu spielen, take your stuff sondern by force. Nimm deine oder reise deine, das, was dir gehört, an dich. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Call forth order. Ruf Ordnung aus. In your life. Deinem Leben. In your family. Deiner Familie. In our churches. In unseren Gemeinden. In our cities and nations. In unseren Städten und Nationen. We call forth order. Wir rufen Ordnung hervor. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Go ahead. The Spirit of God lives in you. Der Heilige Geist lebt in dir. Ihr könnt loslegen. Our Father in heaven, in the name of Jesus, I thank you for the power and authority that you've given unto me over all devils, the cause of the way, the power of healing of our sickness and our hearts, the seven-sevenness champions. Hallelujah. Raka seke pekelo vajombra. Rika bozobo. Matelika bandeligo usos o casa fragos o ubara sikiri amana yelibra handa kufo kusto bodo bahanda bale adesi could you change it please. Mantra Kuja Barahanta. Maricolo Supra Heka Colomandra. Mariso Sela Sekipra Tekonomos. Gila Maricuto Bosonto. Master, I give you glory and honor and praises and worship and thanksgiving and adoration for you good. For you are mighty. Hallelujah. Paraskondo. Barikiria bada senta parakuma. Reinte sokopa arendos. Reindo luzo zufra teka pahari donno. Ukre perahado sekahira. Could you project Matthew and chapter number 11, verse 12. That's it. So, that's warrior, you understand? Right. Okay. I'm going to read, okay? He said, and from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffer violence, and the violent take it by force. And from the entire Johannes the Täufer, and besiegt leidet das Reich der Himmel Gewalt. Und die, welche Gewalt anwenden, reisen es an sich. I like it. Praise God. Now, listen to me.
Hör mir mal zu. He said, from the day of John the Baptist till this moment. Von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt, bis zu diesem Augenblick. The kingdom of God have been suffering attacks. Leider das Reich Gottes, wird das Reich Gottes angegriffen. But the violent. Aber die, welche Gewalt anwenden. Refuse to bow. Die weigern sich, sich zu ergeben. They take their stuff. Sie nehmen ihr das, was ihnen gehört. By force. Sie reißen es an sich. Their family. Ihre Familie. By force. Reißen sie an sich. Their health. Ihre Gesundheit. By force. Reißen sie an sich. Their finances. Bei ihren Finanzen. By force. Sie reißen das an sich. I don't know what that is you're looking for. Weiß nicht, was das ist, wonach du suchst. Lay hold and refuse to let go. Greife das und lass es nicht los. Lass Amen. Nicht locker. Amen. You see, there are prayers you pray. No. This time es not gibt Gebete, wo man sanft betet. Aber jetzt bei dieser Art von Gebet, da geht es nicht mit einem Flüstern. Refuse to let go. Say, this is mine in the name of Jesus. Nein, lass das nicht los. Es gehört mir in dem Namen Jesus. Are you ready? Seid ihr jetzt bereit? Begin to lay hold on your dann, stuff. Dann nimm das, was dir gehört. So raise up that in a little louder. Und jetzt kannst du die Musik noch ein bisschen lauter, dann können wir. Father, in the name of Jesus, of your love, your word, your power, in the name of the Lord Jesus, and stand on your word. For the power of the Holy Ghost, I refuse to let God, I will submit, available for me, for my family, for his ministry, in the name of Jesus, I take authority and dominion over anything and everything the devil put in place to stop my family. Every weapon, Lakita, Bakara, Inkorobo, Nungo Korobonda, no weapon formed against me. Kila Basanda, no weapon. None of them will stand. In the name of Jesus, Kumbara Sakaradilo, Zaba, 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 Libra Sakabo, Urupola Sete, Rakika Barago, Uruki Se, Katila, Jembarana, Dikuta Barahaya Katoso, Ebarasia, Barasia, Manteleko, Bandolo, Giruto, Salabado, Salabado, Nino, Barata, Baria, Baria, Masekele, Bosu, Sekiria, Mamba, who does wrong in the name of Jesus, and every high thing that shows his son above the knowledge and counsel of God, I'll bring them down in the name of Jesus. Woo! So para teki ma dilado, paranus, I condemn every tongue that have risen against me. I judge them in the name of Jesus. I refuse to let them cross my Jesus' mighty name. And as I says, I was born for the glory of God. And nothing shall be enemies on me. Woo! Saba, Ricata Baruso, Ningo Buntros, Kitana Bayerio. Yes! Yana Basara, Ketre Bongida Mata. The word is the truth, Supreda. Supreda Gabaga, Kiri Ependora Manda, Mari Kasabade, Ekuta, Barira Baka, Sundele Banaya, Sunde Barakuti Epero. Oh, but I said it great over.
Jesus. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5 wollen wir uns als nächstes anschauen. Ich möchte, dass du weißt, der Teufel ist derjenige, der dich angreift. Nicht Gott. He said, "For though we walk in the flesh." Und er steht, und obwohl wir im Fleisch wandeln. Please, could you guys help us, please? Kannst du 2. Korinther Kapitel 10, Vers 3 bis 5. For though we not now, please. You can do it later. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. There is such a thing as a stronghold. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Es gibt also Festungen. Barriers. Es gibt Barrieren. Build up of darkness. Es gibt Dinge, die der Teufel, die Finsternis aufgebaut hat. To hinder. Um zu behindern. Please, could you put 4 and 5? Kannst du jetzt mal 4 und 5 zusammen bitte anzeigen?
He said, for the weapons, what we use to fight, it's not you just go get knife or get... Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Also wir haben keine natürlichen Waffen, Messer oder irgendwie solche Sachen. He said they are mighty through God. Aber sie sind mächtig für Gott oder durch Gott. Amen. Amen. To the pulling down of those strongholds. Zur Zerstörung von Festungen. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. You subdue them and say, line up in Jesus' name. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken nehmen wir gefangen unter den Gehorsam Christi. So right now you're going to pray looking at this place, okay? Und du betest jetzt mit diesem Vers. Okay? We have the name of Jesus. Wir haben den Namen Jesus. And you're going to use the name of Jesus. Und du gebrauchst den Namen Jesus. And command every build up of darkness against you. Say, in Jesus' name I command you, go down to rise no more. Und du rufst aus, dass jede Festung eingerissen wird, die der Teufel aufgebaut hat, dass sie auch nicht mehr aufgebaut wird. Every stronghold built against my family, against our churches, against our finances, say, I command you in the name of Jesus, go down to rise no more. Festungen, die aufgebaut wurden gegen unsere Familien oder Gemeinden, und wir reißen sie ein, wir zerstören sie, dass sie nicht mehr aufgebaut werden. You doing your best, but it looks like what you're doing is not working. Now you know why it's not working. This is the reason. Command those things to go down in Jesus' name. Dein Bestes und versuchst alles, damit es irgendwie funktioniert, und es funktioniert nicht. Jetzt weißt du, woran es liegt. Jetzt kannst du diese Festungen einreißen. If it doesn't work before, it will work tonight in Jesus' name. Wenn es bisher nicht funktioniert hat, heute Abend wird es funktionieren in Jesu Namen. Say, strongholds, I'm talking to you in the name of Jesus. Sag Festungen, ich spreche zu euch. Schau mal, was ich sage. Do you understand me? Verstehst du? Say, listen to me, strong. I command you in the name. Go down. I command you to go down in the name of Jesus. Festung, hör mir zu. Ich befehle dir, eingerissen zu werden in dem Namen Jesus. Hold them by name and tell them to go down in Jesus' name. Nenn den konkreten Namen und reiß das ein. I don't know what your own is. Ich weiß nicht, was deine Festung ist, was bei dir you know it better. Als Barriere da ist. Talk to it. Du kennst dich besser, deswegen sei konkret. That's what God says. Das ist das, was Gott hier he said, sagt. I drive out your enemies from before you sin, destroy them. So do that. Ich vertreibe eure Feinde vor euch her und sage, vernichte. It could be financial difficulty. Speak to it. Vielleicht sind es finanzielle Schwierigkeiten. Sprich dazu. Whatever it is. Egal welche this Situation. This is your moment. Das ist dein Augenblick. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Go ahead. Leg los.
Christ. In the name of Jesus, I refuse to let you stay. No, you won't do that again. I refuse to let you operate. In dem Namen des Herrn Jesus. Everlasting Father, I want to thank you for your precious holy word. Ewiger Vater, wir danken dir für dein kostbares heiliges Wort. Heaven and earth shall pass away, your word stands. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort hat Bestand. You are the just judge. Du bist der gerechte Richter. You are enthroned in holiness. Du bist in Heiligkeit. Dein Thron steht fest in Heiligkeit. And you say that if the thief is caught, he will pay sevenfold, seven times. Wenn der Dieb gefasst wird, muss er siebenfach zurückzahlen. Even if he has to sell all that he has. Selbst wenn er sein ganzes Haus dazu verkaufen muss. He will pay.
wird er bezahlen müssen. I want to thank you, Father. Ich danke dir, Vater. We're coming before you. Wir kommen zu dir, because we know you're not stopping us. Weil du nicht der bist, der uns aufhält. So you're sitting on just injustice. Du sitzt auf dem Thron der Gerechtigkeit. And the thief has been caught. Und der Dieb wurde gefasst. His name is the devil. Er heißt Teufel. He's the one behind all the trouble. Er ist der, der hinter all den Problemen steckt. He has stolen from us. Er hat von uns gestohlen. And finances, health. Finanzen, Gesundheit. Destroy relationship. Beziehungen. He's the one responsible. Er ist der, der das, der dazu, dafür verantwortlich and ist. Tonight we come before you. Und heute Abend kommen wir zu dir. Your word says if he is caught. Und dein Wort sagt, wenn er gefasst wurde, muss er siebenfach bezahlen. Lord, he's caught. Herr, er ist gefasst. We demand retribution. Und wir verlangen Wiedergutmachung. We ask for justice. Wir bitten um Recht. In the name of Jesus. Recht geschieht in dem Namen Jesus. Be punished. Dass der Teufel bestraft wird. Beyond measure. Über die Maßen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Father God, we claim our belongings. Vater Gott, wir nehmen das, was uns gehört. We claim our health. Wir nehmen unsere Gesundheit. The salvation of our family members. Die Rettung unserer Familienmitglieder. Our stolen finances, we claim back. Unsere gestohlenen Finanzen rufen wir zurück. And that is in sevenfold in Jesus' name. Fordern wir zurück siebenfach. Lord, we claim all that belong to us. Herr, all das, was uns gehört, nehmen wir, fordern wir. That have been diverted. Das, was weggenommen wurde, claim back. Rufen wir zurück, fordern we claim wir zurück. Justice. Wir fordern Gerecht. In the name of Jesus. Gerechtigkeit in dem Namen Jesus. And all those walls of hindrance, barricades. All diese Barrikaden, diese Hindernisse, die da sind. Devil, listen. Teufel, hör zu. Your tenor had expired. Deine Zeit ist abgelaufen. You will do that no more. Du wirst es nicht nochmal tun. Our weapon, unsere Waffen, they are mighty through God. Sind mächtig durch Gott. And so we command those build up, pull down in the name of diese Jesus. Festungen müssen eingerissen werden. And those negative imagination, we cast them down in the name of Jesus. Und all diese negativen Vorstellungen und Gedanken reißen wir nieder in dem Namen Jesus. And those things that looks high, we talk to you, come down, go down into abyss in Jesus' name. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, muss eingerissen werden. And I command in dem Namen we Jesus. We commanded everything line up to the obedience of Christ. Und alles muss unter den Gehorsam Christi sich unterordnen. In Jesu Namen. Wir werden nicht versagen. Das Wort Gottes sagt, there is no weapon, keine Waffe, formed against us that will prosper, die gegen uns gerichtet ist, wird Erfolg haben. Every tongue that will rise up against us in judgment, die gegen uns aufsteht im Gericht, will condemn, werden wir verurteilen. So those negative voices, diese tongues that have negativen Stimmen, die aufgestanden sind, will gegen uns. You. Wir richten euch. Tongues of sickness, we judge you in the name of Jesus. Zungen der Krankheit, wir richten euch. Tongues of poverty, we judge you in the name of Jesus. Zungen der Armut, wir richten euch. Tongues of financial euch problem. Schuldig und debt. Zungen von Schuld und we judge you in the name of Jesus. Finanziellen Problemen, wir sprechen euch schuldig. You will not prosper against us in the name of Jesus. Ihr werdet keinen Erfolg haben gegen uns in dem Namen Jesus. For the everlasting God is our refuge. Denn der ewige Gott ist unsere Zuflucht. And underneath are the everlasting arms. Und unter uns sind die ewigen Arme. And he's driving out our enemies. Und er vertreibt unsere Feinde. Saying, destroy them. Und spricht, vernichte. And we command those build up destroyed in the name of und Jesus. Wir rufen aus, dass diese Festungen eingerissen sind in dem Namen Jesus. Sickness be destroyed in the name of Jesus. Krankheit vernichtet ist in dem Namen Jesus. Diseases be destroyed in the name of Jesus. Gebrechen zerstört sind in dem Namen Jesus. Failure be destroyed in the name of Jesus. Versagen zerstört ist in dem Namen Jesus. This is our moment of authority. I command order.
Das ist unser Monat der Autorität und ich rufe Ordnung aus. Order in our lives. Ordnung in unserem Leben. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Order in our families. Ordnung in unseren Familien. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Order in our churches. Ordnung in unseren Gemeinden. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. We command order in our finances. Ordnung aus über unsere Finanzen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. We will never fail again in the name of Jesus. Wir werden nicht mehr versagen in dem Namen Jesus. Victory is ours. Sieg gehört uns. Victory is ours. Der Sieg gehört uns. We are making progress. Und wir gehen vorwärts. Someone give Jesus praise. Christ Jesus. Be healed in your body. Sei geheilt in deinem Körper. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. The price has been paid. Der Preis wurde bezahlt. Receive your healing. Empfange deine Heilung. Receive strength. Empfange Stärke. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Wherever you need healing, receive now in Jesus' name. Wo immer du Heilung brauchst, empfange es jetzt in dem Namen Jesus. I don't know whether you saw what I saw. Ich weiß nicht, ob du auch das gesehen hast, was ich gesehen but habe. But I saw the angels of God moving from one place. I don't know if the people that are supposed to receive, whether they are receiving. Say, I receive in the name of Jesus. Ich habe gesehen, wie die Engel hin und her gegangen sind und ausgeteilt haben, was Gutes ausgeteilt haben. Ich weiß aber nicht, ob die Leute bereit waren zu empfangen. Sag mal, ich empfange in dem Namen Jesus. Amen. Amen. See, I'm not talking to make you feel good. Und ich sage das nicht nur, damit ihr jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause geht. I'm going to ask you to close your eyes. The time is over. I want to ask you to close your eyes right now. Because I saw those angels. I'm telling you. I can tell you where I saw them. Amen. Ich habe diese Engel gesehen. Ich sage das nicht einfach nur so, sondern ich habe sie wirklich gesehen. Schließ doch mal deine Augen. See yourself standing before Jesus. Und sieh, wie du vor Jesus stehst. And see those things you ask coming to pass. Und sieh das, wie das, worum du gebetet hast, wie das zustande kommt. Jesus says, speak. Jesus sagt, sprich. So you spoke. Du hast gesprochen. Receive. Empfange jetzt. There is someone here, you're going to have a huge dream tonight. Jemand von uns wird heute Nacht einen starken Traum haben. Please. Bitte. Don't say on Sunday. Write me when you woke up. Schreib mir sofort, wenn du aufwachst. Because that dream. Denn dieser Traum. Is heavy. Der wird stark sein. Der wird vollgeladen sein. Thank you, Father God. Danke, Vater. Receive, receive. Empfange, empfange. Receive, receive. Empfange, empfange. Receive, receive. Receive, receive. Receive, receive. Receive, receive. Receive, receive. Receive. In the name of Jesus, we receive. In dem Namen Jesus empfangen wir. What a great evening. Was für ein starker Abend. Thank you, Lord Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. If you go home, keep speaking order. Wenn du order, nach Hause gehst, order. Ruf weiterhin Ordnung no more aus. Nicht mehr Chaos, sondern Ordnung. Amen. Ordnung, Ordnung. If Amen. The devil want to lie to you, that's imagination. Say, I cast you down. Wenn der Teufel Jesus dich anlügen möchte, dann weißt du, das ist eine Vernünftelei, eine Festung, die kannst du einreißen, so wie wir das hier in 2. Korinther 10 gelesen haben. Ich reiße diese Gedanken ein, ich bringe sie unter den Gehorsam Christi. Speak order. Und ich rufe Ordnung aus. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. You glorify your name. You glorify your name. You glorify your name.